Video zu Vektoren und zu einem Video über Vektoren als Zahlentupel. Was verstehen wir jetzt eigentlich unter Vektoren als Zahlentupel? Vektoren als Zahlentupel sind keine Vektoren im geometrischen Sinne, so wie wir das aus dem zweidimensionalen oder dreidimensionalen kennen, also nicht Pfeile oder Punkte, sondern im Endeffekt einfach eine untereinander Auflistung von Zahlen, die irgendeinen Zusammenhang haben. So zum Beispiel Preise von gewissen Produkten, die ein Geschäft anbietet, oder Lagerbestände von Produkten in einem Geschäft. Die Rechenoperationen auf der anderen Seite funktionieren aber wie bei den Vektoren, wie wir sie schon kennen. Also Addition, Multiplikation und so weiter. Das funktioniert wie bei Vektoren im zwei- oder dreidimensionalen. Falls ihr euch da nicht mehr sicher seid, wie das eigentlich genau war, schaut euch nochmal das Video AG3.3 an. Da sind die Rechenoperationen von Vektoren nochmal zusammengefasst. Wir beginnen jetzt gleich mit einem Beispiel, um nochmal zu veranschaulichen, was Vektoren als Zahlentupel eigentlich sind. Wir haben hier folgendes Beispiel. Wir haben ein Elektrogeschäft, das vier verschiedene Produkte kauft. Der Vektor L1 gibt nun an, wie viel Stück der Fernseher am Montagmorgen im Lager sind, und der Lagerbestand am Samstagabend, also am Ende der Woche, wird mit dem Vektor L2 dargestellt. Die Verkaufspreise von diesen vier Fernsehern werden im Vektor P zusammengefasst. Wir sollen nun den Ausdruck L1 minus L2 in Klammer mal P interpretieren. Im Moment sagt uns das noch nicht so viel. Lager 1 minus Lager 2 mal Preis, was soll das jetzt eigentlich bedeuten? Wenn die Vektoren hier nur so angegeben sind, hilft es manchmal, sich Zahlen zu erfinden, einfach Zahlen zu suchen, die das beschreiben könnten, um sich dann zu überlegen, was kann ich hiermit jetzt eigentlich ausrechnen. In vielen Beispielen sind die Zahlen sowieso angegeben, da muss ich sie nicht erfinden. Aber wenn die Zahlen nicht angegeben sind und ich mir unter den Buchstaben selbst nicht so viel vorstellen kann, bringt es oft was, einfach irgendwelche beliebigen, halbwegs passenden Zahlen einzusetzen. Wir wissen, es geht um ein Elektrogeschäft, das Fernseher verkauft. Vier verschiedene Stück. Also habe ich jetzt einfach Zahlen ausgedacht, die diesen Zusammenhang halbwegs realistisch wiedergeben. Sagen wir, wir haben am Montag 12 Stück vom ersten Fernseher, 8 vom zweiten, 10 vom dritten und 7 vom vierten. Am Samstag zähle ich wieder, wie viele Fernseher habe ich noch in meinem Lager. Dann haben wir hier 10 vom ersten, 5 vom zweiten, 10 vom dritten und 5 vom vierten. Die Preise der Fernseher sind auch unterschiedlich. Wir haben hier 1200 für den ersten, 850 für den zweiten und so weiter. Laut Vorschrift oder laut der Formel, die am Ende des Beispiels stand, sollen wir zuerst L1 minus L2 rechnen. Also das Lager am Montag minus das Lager am Samstag rechnen. Wir rechnen also 12 minus 10 ergibt 2, 8 minus 5 ergibt 3, 10 minus 10 ist 0, 7 minus 5 ist 2. Wir sehen hier schon ganz gut, wir haben hier also die Verkaufszahlen. Denn die Differenz des Lagerbestandes ist das, was ich verkauft habe. Nun haben wir noch mal P, also mal den Preisvektor. Diese Multiplikation hier funktioniert wie die Skalarmultiplikation von Vektoren allgemein. Das heißt, wir rechnen 2 mal 1200 plus 3 mal 850 plus 0 mal 430, das kann ich hier aber weglassen, plus 2 mal 270 Euro. Wenn wir das dann zusammenzählen, haben wir die Gesamteinnahmen. Wir haben also durch diese selbst erfundenen Zahlen gesehen, dass dieser Ausdruck L1 minus L2 mal P die Gesamteinnahmen, die das Geschäft in dieser Woche gemacht hat, ergibt. Keine Sorge, man muss nicht immer so mühsam viele Zahlen erfinden und einsetzen. Nach ein bisschen Üben sieht man dann oft auf einen Blick, was eigentlich damit gemeint ist. Und was manchmal auch helfen kann, ist einfach statt vier Produkte das Ganze auf ein oder zwei Produkte zu beschränken. Und auch wenn man nur mit diesen wenigen Zahlen rechnet, sieht man recht schnell, was am Ende eigentlich rauskommen soll. Und das war es auch eigentlich schon wieder dazu. Wir sehen uns beim nächsten Video.